Wir grüßen euch alle zu einem neuen Video. Ich setze mal die Brille ab, aber die brauchen wir gleich für die Fischerei. Aber wir müssen ganz, ganz leise sein. Mal gucken, ob wir welche finden. Leise. Ich glaube, dort war einer. Dort war einer. Leise. Pass auf, dass da kein Stock oder irgendwas drauf tritt. Schön leise am Ufer hier lang schleichen. Die sind hier sehr ja, ja. Vor allem bei der Fischerei, die wir jetzt machen wollen, musst du ganz, ganz leise sein und dich anschleichen. Ja, da ist einer. Warte mal, wir gucken mal hier durchs Schilf. Vorsichtig mal durchgucken. Ja. Die sollten da sein. Ich habe ein paar Blasen gesehen. Psst, leise. Hi, zusammen mit Levin bin ich an einem kleinen Waldsee unterwegs und wir wollen jetzt hier versuchen, Karpfen an der Oberfläche zu fangen. Genau. Wir haben jeder eine Rute dabei. Auf unserer Rute ist vorne ein schwimmendes Spirulino montiert. Dann kommt ein Fluorocarbon-Vorfach mit einem starken 2-0er Haken am Ende. Jeder eine Rute und Levin hat Köder hier im Eimer. Wir haben ganz verschiedene Köder am Start. Nehmen wir die da raus. Levin hat einmal komplett frisches Brot dabei. Genau, kannst du mal erklären? Wir haben hier einmal jetzt einfach Toastbrot genommen. Toastbrot, frische Brötchen. Genau, dann hier Brötchen und einfach mal ein bisschen Trauben mitgenommen. Ja. Ich habe hier noch eine ganze Ladung richtig trockenes Brot am Start. Wie gehen wir jetzt vor? Wollen wir erst was füttern und gucken, ob welche kommen? Ja, genau. Oder direkt beködern? Nee, ich will zuerst jetzt mal ein bisschen füttern, dann nebenbei, bis die halt kommen, die Köder vorbereiten und dann genau. Anfangen. Fangen wir erstmal an zu füttern. Füttern tun wir mit dem weichen Brot. Genau. Alles klar. Leise ins Wasser gehen. Fütter mal was. Da werden jetzt auch erstmal kleine Rotaugen angeschossen kommen. Genau, das sind sie schon. Ja, die kleinen Fische sind schon da im Boot. Die werden das jetzt aufmerksam machen für die Karpfen. Ja klar, das Geschwappel von den Rotaugen lockt natürlich auch große Fische. Genau. Jetzt sind sie eben abgehauen kurz. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen zurück, oder? Jetzt beködern wir mal. Ja, wir gehen mal zurück und beködern, genau. Aber mal gespannt, ob jetzt schon Karpfen da dazukommt. Bisher sind noch keine da, aber wir haben vorhin welche gesehen hier an den Seerosen da vorne. Und hier an den Unterwasserpflanzen sind sie rumgezogen. So, wir hoffen jetzt, dass die Karpfen an den Platz kommen und fangen jetzt schon mal an mit dem Beködern. Okay, mach deinen Köder einfach fertig. Und dann kannst du mir erklären, wie du das machst. Du fischst jetzt trockenes Brötchen oder weiches? Weiches, ja. Ich nehme mal ein trockenes. Relativ großes Stück. Ich ziehe meinen Haken, also ich verstecke meinen Haken richtig im Brot. Ich gehe an der Kantenseite jetzt hier durch. Und schiebe den richtig weit ins Brot rein. Ich drehe den dann so mir richtig rein und schiebe ihn dann noch weiter ins Brot rein, dass er richtig schön versteckt ist. Bisher ist noch ruhig. Ich hoffe, dass sie kommen. Da vorne schwimmt einer unter den Seerosen rum. Ja. Siehst du? Der wird jetzt gleich in die Richtung kommen. Okay. Wir sind ready. Ich habe ein relativ großes Stück drauf. Ja. Meins ist noch komplett trocken, das muss erst im Wasser ein bisschen anweichen. Aber damit kann ich natürlich auch weiter werfen. Und Levin hat ein relativ kleines Stück drauf. Füttert jetzt noch mal ein bisschen nach. Oh ja, da kommen sie. Da kommt ein Ruderkarpfen hier vorne rein. Da kommt er. Achtung, gleich nimmt das erste Brot. Hup. Weg ist es. Aber sie sind schon sehr vorsichtig. Wir warten jetzt mal, dass sie ein bisschen die Scheu verlieren.
Ganz spannend, da ist er jetzt wieder, jetzt nimmt er das äußere Stückchen da, ist er vorbeigeschwommen. Vorsichtig annähern. Sehr gut. Ich leg's mal hier weg. Warte. Lass ihn erst mal fressen. Jetzt kommt er. Achtung. Das wird jetzt gefressen. Achtung. Meins ist hier ganz am Ufer. Welches ist deins das? Nein, jetzt sind sie da. Achtung. Das wird jetzt auch gefressen. Da kommt einer wieder. Der geht bei mir ins Brot. Der geht bei dir ins Brot. Aber warte noch nicht anschlagen. Du musst warten, bis es ganz weg ist. Der wird da erstmal ein bisschen dran rumzutschen. Ja. Der muss das komplett wegsaugen. Da war einer. Da kommt wieder einer, da schwimmt einer, der nimmt das kleine Stück Brot. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Ist aber ganz schön groß. Ne, der nimmt es nicht, der ist vorbeigeschwommen. Ja, da ist er. Genau hier vorne schwimmt er rum. Wart mal ab jetzt. Das ist ja verrückt. Ist genau in deinem Brot. Achtung, pass auf. Die Scheißrute ist auf. Ja, warte. Jetzt müssen wir was ändern. Dann müssen wir das setzen. Mach schnell neues Brot drauf. Ja. Schleise. Die sind so vorsichtig, das ist echt verrückt. Ich werde es jetzt nochmal mit dem Spirulino probieren, aber wir müssen ja hier nicht weit werfen. Die sind eigentlich nur dafür da, dass man das Schwimmbrot weiter rauskriegt. Ich glaube aber, dass die Schwimmkörper hier checken. Ich probiere es jetzt nochmal und dann mache ich eine Runde.
Fische sind wieder da. Geh mal ein bisschen runter. Achtung, Fische kommen. Dort ist mein Brot mit dem Haken. Da wo die ganzen Rotaugen jetzt nuckeln. Achtung. Ja. Fisch on. Fisch on. Vom Baum weghalten. Zieht er hier draußen rum, holst du einen Kescher? Das ist so spannend, die Fischerei, Wahnsinn. Wahnsinn. Das müsst ihr nachmachen, das müsst ihr mal machen, das ist so spannend. Schöner Schuppi. Und die kleinen, kurzen Explorer-Routen sind da wirklich mega dafür. Holst du mir mal kurz einen Kescher, bitte? Edin. Danke. So, da kommt er. Jawohl. Den haben wir. Den haben wir. Zeigen euch mal schnell. Schöner Schuppmann. Der Haken sitzt perfekt hier. In der Maulinnenseite. So soll es sein. Super schöner Schuppi. Was für eine spannende Fischerei. Und schaut euch mal diesen tollen Schuppi hier an. An der Oberfläche hat er sich das Brot geholt. Toller Fisch. Mega eingestiegen, super gekämpft. Stark, echt stark. Probiert's mal aus, wir machen jetzt weiter. Petri Heil. Alter Vater, das ist so spannend, diese Fischerei. Und so simpel zugleich. Ne? Erst sind die kleinen Fische da und dann kommen die Karpfen. Die werden natürlich dadurch angelockt und holen sich das Brot. Jetzt sind die Fische natürlich erstmal gespookt. Wir warten jetzt wieder ein bisschen ab, haben ein bisschen nachgefüttert. Versuchen jetzt, dass Levin auch noch seinen Oberflächenkarpfen bekommt. Aber ziehen uns erstmal ein bisschen jetzt hier zurück. Ein bisschen Brot treibt schon wieder draußen und warten mal ab, ob sie nochmal kommen. Das ist natürlich dann auch eine Glückssache, ne? Wo er jetzt hinschwimmt, welches Brot er nimmt. Ich habe meinen Haken perfekt drin versteckt gehabt und durch das harte Brötchen, das dauert natürlich auch viel länger, dass sich das auflöst als so ein weiches, frisches. Und den perfekten Moment dann abzupassen, wenn es richtig weich ist, aufgeweicht vom Wasser, dass dann auch der Haken rauskommt und perfekt sitzt. Aber habt ihr ja gesehen bei dem Fisch. Haken reindrehen ins trockene Brot, noch ein bisschen reinschieben. Jetzt gehen wir mal hier durchs Schilf gucken, ob wir wieder irgendwo was kommen sehen. Schön in Deckung bleiben. Weißfische sind da, kleine Rotaugen, Karpfen bisher noch nicht. Aber wenn nicht, gehen wir ein bisschen hier rüber an die Seerosen, gucken mal dort. Da seht ihr ja, welche schwimmen. Dort schwimmen Fische in den Seerosen drin. Ihr seht das an der Oberfläche. Wir können ja mal da drüben noch ein bisschen was füttern und dann beobachten, ob sie dort was nehmen. Genau, Levin, du machst dich dann schon mal bereit. Dann werf einfach mal da rein. Werf einfach mal dort in die Seerosen rein. Dort schwimmen ja Fische. Werf mal dahin. Genau, lass mal da laufen und guckst mal, ob da vielleicht einer kommt. Genau. Ich glaube, wir haben die Fische wirklich gespookt. Das checken sie dann halt relativ schnell. Jetzt steht ein Platzwechsel an, oder, junger Mann? Ja, also wir gucken jetzt mal. Hast du noch einen coolen Spot hier am See? Ja, genau. Also wir müssen jetzt einmal hier hinten durch den Wald durchlaufen. Dann kommen wir da hinten zu einer kleinen Brücke, wo ein Ablaufkanal in den Wald reinführt.
wo halt die ganzen Karpfen... Ja, wenn die Karpfen halt zum Laichen hingehen, oder? Genau, und wo man die halt sieht, wenn sie rein und rausziehen. Ich persönlich habe es da auch noch nie probiert. Aber das probieren wir aus, und das ist doch spannend. Genau, und wir nehmen euch mit. Jetzt schleichen wir uns mal an den nächsten Spot an. Und was haben wir dabei? Nichts, außer ein bisschen Brot zum Testen. Und dann schauen wir mal, ob da welche kommen, sich fürs Brot interessieren. Das ist genau auf der anderen Seeseite drüben. Die dürften nichts mitgekriegt haben von unserer Aktion. Und wenn welche kommen, holen wir schnell die Ruten. Und dann kriegen wir vielleicht noch einen ans Band. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Es gilt wieder leise zu sein, oder? Jetzt sind wir gleich da. Hier ist die Brücke. So, nimm du mal einen Eimer mit. Mal füttern. Mal gucken, mal schon welche sehen hier. Mal vor. Aber leise. Aber klar, sowas liegen natürlich die Karpfen. Die ziehen hier hinten rein. Da ist eine. Gucken, ob die kommen. Füttern wir ein bisschen. Da ist eine. Seht ihr? Da schwimmt eine. Hier kommt ein kleiner Wels. Hier kommt ein kleiner Wels. Das ist ja Wahnsinn. Da schwimmt ein kleiner Wels. Seht ihr? Da ist er. Da schwimmt ein kleiner Waller rum. Seht ihr, die gehen hier auch ganz ins Flache hinten rein. Jetzt geht er da runter in die Wasserpflanzen. Ja klar, das ist halt hier natürlich wirklich ein richtiges Paradies für die Fische. Die können sich überall verstecken. Perfekte Laichbedingungen, riesen Futterangebot. Und das zieht sich halt hier wirklich ganz bis hinten rein. Schaut mal da hinten, wie abenteuerlich das aussieht. Sieht aus hier wie im Amazonas. Nur wir sind mitten in Deutschland. An einem kleinen Waldsee. Und da können wir so spannende Abenteuer erleben. Na gut, hier werden jetzt keine kommen, denke ich. Aber hier müssen wir mal drauf achten jetzt. Werf mal ein bisschen Brot weiter da vorne an die Bäume ran. Genau. Weißfische sind schon wieder da. Rotaugen. Super Fischbestand hier. Es bündelt hier. Da hinten ist einer. Gib mir mal ein Stück Brot, werf mal so ein ganzes Stück Brot ein bisschen weiter rein. Da ist einer. Ich hab noch nicht mal füttern jetzt. Nicht mal füttern. Guck erst mal, ob er aufs Brot reagiert, weil ich glaube, den juckt das gar nicht. Der schwimmt jetzt einfach hier unten drunter durch. Da kommt er. Jetzt müsste hier rauskommen. Da ist er. Nee, der ist genau an dem Brot entlang geschwommen. Der frisst es nicht. Bisher sind sie nicht aufmerksam geworden auf das Futter an der Oberfläche. Oh, die haben hier so viel Futter, ne? Die ganzen Wasserpflanzen, das ist so spannend. Hier ist auch, hier ist eine Karausche. Hier schwimmt eine große Karausche rum. Leise, die kommt jetzt hier gleich raus. Der hat sich jetzt unter der Brücke versteckt. Aber es ist eben eine große Karausche hier durchgeschwommen. Wahnsinn, da ist er. Zwei große Karauschen. Eins, zwei. Das ist ja verrückt, was wir jetzt alles hier allein mit Augen gesehen haben. Einen kleinen Waller, Karauschen, Haufen Rotaugen am Brot, ein paar Karpfen, die hier rumgezogen sind. Aber die haben mir jetzt noch kein Interesse gezeigt. Überhaupt kein Interesse, an das Brot ranzusteigen. Aber das da hinten. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch Wahnsinn, wie spannend das da hinten aussieht. Wirklich verrückt. So, ich würde sagen, wir gehen mal zurück an den alten Spot. Da haben wir auch unser ganzes Angelzeug liegen gelassen. Wird uns zwar keiner da was klauen, aber mal gucken, ob dort die Karpfen jetzt wieder, da haben wir auch ein bisschen Brot nochmal reingeballert.
ob die Karpfen da jetzt wieder ein bisschen Vertrauen geschafft haben. Wenn nicht, probieren wir es heute Abend einfach nochmal. Lassen wir mal ein, zwei Stunden rumgehen, dass die Fische nicht mehr so verschreckt sind. Das ist natürlich beim Schwimmbrotangeln oft schnell der Fall. Aber das ist so spannend, so ein Nervenkitzel, wenn dann die Fische Richtung von eurem Schwimmbrot steigen, wieder abdrehen, wieder hinsteigen und dann macht's und dann geht's los. Hier vorne schwimmt wieder einer rum. Da kommt einer hier genau hier vorne hoch. Achtung! Seht ihr? Ja. Hat uns aber, glaube ich, auch gesehen. Levin, sein Brot ist jetzt da hinten an den Seerosen. Vielleicht haben wir noch mal Glück. Das Licht geht jetzt auch ein bisschen weg. Es ist nicht so gut. Also starke Sonneneinstrahlung war schon immer bisher perfekt. Hier vorne ist einer. Da ist einer genau am Boot. Der ist genau. Du kriegst jetzt gleich noch deinen Fisch. Pass mal auf. Der sammelt das jetzt alles hier ein. Da ist er wieder oben. Jetzt geht er dahinter. Jetzt muss er sich nur fürs Richtige entscheiden. Jetzt nimmt er erst mal das hier vorne. Wahnsinn. Deins ist nebendran, dein Brot. Du musst schon aufpassen. Die sind da. Jetzt kommt einer. Ich sehe einen kommen durch die Brotquelle. Pass auf. Schwimmt einer drunter rum. Auf jetzt. Jetzt kommt einer genau drauf zu. Pass auf, jetzt kommt ein paar aufs Boot drauf zu. Achtung, aufpassen. Nicht zu früh anschlagen. Ist genau einer drunter. Hast du gesehen eben? Ja. Da ist er. Kommt genau nebendran hoch. Aufpassen. Super. Hast es sauber gemacht. Bremse will einstellen, dass er Schnur nehmen kann im Notfall. Ui, da geht's los, die Luzi. Super. Klasse gemacht. Guck mal, wie der Schnur nimmt. Das ist kein kleiner. Super gemacht. Ich gehe hier vorne hin, kann ich mir vorne die abkecheln. Mega, mega, dass das noch geklappt hat für den jungen Mann jetzt hier. Stark. Die dann tollen Schwimmbrotkarpfen. Und die kämpfen richtig gut. So, dass ich noch nasse Füße, aber das macht ein richtiger Angler. Ich glaube, ich kein kleiner, ne? Steht richtig gut drin, der Fisch. Jetzt geht er nochmal. Jetzt geht er nochmal ab. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Richtig geiler Fisch. Die Rute geht krumm. Es war goldrichtig, dass wir an den Platz jetzt nochmal zurückgekommen sind. Ruhe einkehren lassen, haben uns den anderen Spot drüben an der kleinen Brücke angeschaut, aber da waren die Fische nicht aktiv. Zurückgekommen haben wir wieder ein paar gesehen, ein bisschen weiter rechts von dem Platz, wo wir vorher waren. Aber diesmal hat es geklappt. So. Mach den Kescher hier rein, mach schön langsam, geh ein Stück zurück jetzt, dass ich ihn wieder abkeschern kann. Ja. Mit dem Schuppi ist es ein großer, schöner Schuppi, größer als meine. Hoch, 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 hoch. Sauber. Ja. Sauber. Sauber. Guckt euch mal diesen Schuppi an. Das kannst du ruhig laut sagen. Was hast du ihm gesagt? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, kann man da mal sagen. Alter Falter, was ein Büffel, Petri Levin. Richtig starker Fisch. Und die Farbe. Kriegst du ihn hoch? Zeig ihn mal. Muss mal schauen. Das ist ein Schwimmbrotbüffel. Boah, was ein Schwimmbrotbüffel. Petri, heil, junger Mann. Petri, dank. Mega. Da wären die Backen dick. Starker, richtig starker Schuppi mit Schwimmbrot. Da hast du mich jetzt schön platt geangelt. Wahnsinn. Wahnsinnsfisch. Und auch was für ein Ranzen da unten dran ist. Ja, das stimmt. Richtig starker Fisch. Ganz toll. Bang. Das war doch der
Kracher. Oder besser gesagt Wahnsinn. Kracher und Wahnsinn ist beides dasselbe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hier an den See zu begleiten. Wir waren jetzt, wie lange waren wir unterwegs? Vielleicht 2 Stunden. Und konnten jeder, Levin, das richtige Schuppenmonster und ich auch einen tollen Fisch, jeder einen tollen Fisch mit Schwimmbrot fangen. Kurzweiliges Karpfenangeln, ohne viel Schnickschnack, easy going, jetzt im Sommer eine Mega-Sache. Petri, ja. Heil nochmal zu dem starken Fisch. Seht ihr, es geht auch manchmal ganz easy going mit Brot. Euch auf jeden Fall viel Spaß da draußen. Probiert es mal aus, macht's nach. Ihr werdet sehen, Nervenkitzel pur. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Levin und Stefan. Ciao, ciao. Ciao.